Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Herr der Ringe Online. Heute geht es beim Grauen Wrack weiter und ihr seht am Ende des Textes ihr überreicht Dori Noris Axt und er lässt den Kopf hängen. Nein, nein. Heute geht es also ins Dungeon, wir suchen Nori und Dori ist ziemlich am Boden, weil er nicht weiß, wo sein Bruder ist. Nori ist mit einer Expedition aufgebrochen, Dori sucht ihn jetzt. Und das ist jetzt die nächste Aufgabe heute. In den Hallen Tikil-Gundus. Ihr müsst die Instanz Tikil-Gundu auf einem Solo-Schwierigkeitsgrad abschließen. Also heute sehen wir mal, wie es dort drin aussieht. Wir werden uns die Instanz etwas anschauen. Wir werden versuchen, die Story weiterzubekommen. Und auch dort natürlich Seiten zu finden für die Buchquest, also für die Seitenquest, wo man das Buch zusammensammeln muss. Und dafür müssen wir heute mal in eine Instanz. So, die werde ich relativ einfach einstellen. Solo natürlich, ist ja klar. Und dann so niedrig, wie es geht. 118 ist Minimumstufe, steht da oben auch. Aber ob das auch hier stimmt, weiß ich nicht so richtig. Wo das steht, sehe ich nicht. Da steht nur, die ausgewählte Stufe ist ungültig, aber es steht halt nicht, ihr dürft mit Stufe 118 hier rein. Hier steht jetzt was, 100 bis zur Maximalstufe. Gucken wir mal, 100 geht auch nicht. Also so richtig, wo das steht, welche Stufe minimal geht, weiß ich nicht. Ich glaube, 118 wird es dann wohl sein. Ja, 118 geht. Und damit starten wir Tikil-Gundu. Graues Gebirge hat drei Instanzen. Funkenfeste, war schon. Tikil-Gundu ist heute dran. Nachdem der große Eisdrache Vetuk Winterseele am Erebor bezwungen wurde, glaubten viele, Tikil-Gundu würde endlich zurückerobert werden. Genau, den Rest könnt ihr wieder selber lesen und wir gehen einfach mal hinein. Also, ab ins Dungeon. Mal gucken, wie schwierig die Gegner sind. Ich bin ja schon 120. Ich kann sogar schon weiter leveln. Also von daher ist das jetzt mit 118 nicht mehr ganz so kompliziert, hier durchzulaufen. Da wird man nicht so oft sterben im Solo-Modus. Da oben in die Festung auf dem Berg geht's jetzt hinein. Nachdem der große Eisdrache Vetuk Winterseele am Erebor besiegt wurde, glaubten viele, Tikil-Gundu würde endlich zurückerobert werden. Weder Langbärte noch Zelruka ahnten, dass Karaskar, der weinende Krieger, die stählerne Festung eroberte und Orks und Drachen seinem Willen unterwarf. Was ist mit Noris Expedition in die uralte Zwergenfestung geschehen? Genau das ist jetzt die Frage. Was ist mit Nori passiert? Wir schauen uns hier alles genau an. Zum Glück ist hier noch ein bisschen Sprachausgabe drin, weil das doch ein früher Patch war. Und jetzt geht's los. Aufgepasst, Garion, wenn diese alten Karten stimmen, müsste Durzu Mazal hinter diesen Türen liegen. Das war eine große Kammer, die zu Ehren der sieben Zwergenkönige errichtet wurde und in ihrer Mitte befand sich eine große Schatzkammer. Entdeckt die Schatzkammer von Imesh Kalt. So, da unten wieder so ein bisschen Fehler. Ihr seht das also, entweder ist keine Sprache drin, Fehler im Text, auf Englisch der Text oder so. Es gibt immer irgendwelche Problemchen, leider, in Herr der Ringe. Ich hoffe, das wird sich bald mal ändern. Erneut betrat ich die Hallen der stählernen Feste. Und erneut weigerte sich Rimil. Der Verlust von Torok wog schwer, aber der Wille des Wurms war ungebrochen. Rimil schwor also, euch nie zu dienen, Fürst Sauron. Die Kammer der Gesichter, Erkunder von Tikil-Gundu. Ihr seht, es gibt viele, viele Errungenschaften hier drin. Ist ja klar, in jedem Dungeon gibt es die ja. Ihr habt Durzu Mazal entdeckt, die Kammer der Gesichter. So, jetzt ist die Frage, wo müssen wir lang? Kalkebab? Steht da echt Kebab? Oder in eine andere Richtung? Ich weiß es selber nicht. Ich war noch nie hier drin. Ich sehe nur, hier sind ziemlich viele Zwerge eingefroren. Wir gehen einfach mal rundherum und haben hier die nächste Schrift für die Seiten der Bücher. Ungeachtet aller Gefahr war Rimil auf dem Hort in der stählernen Festung in tiefen Schlummer gefallen. Gebunden von euren Ketten erwachte Rimil in plötzlicher Pein, schrie, als verbrenne sie. Obschon sie den Ring verschlungen hatte, gehorchte Tinia doch seinem wahren Meister. Rimil war endlich euer.
welcher Mechanismus funktioniert hier. Ich probiere mal den. Ja, hier geht's weiter. In der Mitte haben wir übrigens gerade die Schatzkammer gefunden. Was ist da draußen los, ihr Maden? Hoffentlich habt ihr das Feuer nicht schon wieder geschürt. Was haben wir denn da? Und wir haben Orks. Jawohl, jetzt müssen wir das kämpfen. Wir müssen aber irgendwie auch die Quest im Blick behalten, weil da müssen wir uns ein bisschen dran orientieren. Das ist das Problem, wenn man den Questschritt nicht macht und trotzdem durchs Dungeon läuft, kommt man halt nicht richtig hinterher. Sollten die Toten wieder reinkommen, werde ich dafür sorgen, dass euch Alframos zeigt, wie kalt ihr Würmer sein könnt. Okay, welche Toten meint er jetzt und welche Würmer? Egal, ich habe jetzt hier drin aufgeräumt, fast komplett. Ich mache nicht jeden einzelnen Mob mit euch, damit es schneller geht. In den Tiefen von Dol Guldur versuchtet ihr, euer Können erneut anzuwenden. Eine gewaltige Kette entstand, voller Runen schrecklicher Magie. Für ihre Unverfrorenheit würde Rimil euch nicht dienen. Eure Gefangene sollte sie stattdessen sein. Die Quest mit der Schatzkammer ist immer noch nicht fertig gewesen. Ich gehe also wieder zurück und jetzt sehe, dass da unter dem Eis zu euren Füßen liegt ein gewaltiger Goldschatz. Und erst jetzt kann man für die Quest wieder mit ihm reden. Also ich habe zwar jetzt den anderen Raum schon geklärt und war da schon, aber eigentlich hätte ich erst hier im ersten Raum auf diese Quest achten müssen. Und da müsst ihr echt in diesem Dungeon genau drauf gucken, damit ihr nicht durch das Dungeon komplett durchlauft und dann merkt, ach, ich muss wieder an den Anfang. Das ist mir nämlich passiert. Aber wir werden das heute trotzdem in einer relativ richtigen Reihenfolge spielen. Und wie ihr mich immer kennt, Texte selber lesen. Ich habe sie schon während des Spielens und des Schneidens gelesen. Ich lese sie jetzt nicht nochmal extra vor. Findet einen Weg in die Schmieden von Kalkebab. Das steht nicht Kebab. So, und da ist ja, da war ich jetzt gerade. Da muss ich jetzt einfach wieder rein. Ist jetzt auch schon schön aufgeräumt, das ist gut an der ganzen Sache. Und irgendwann werden wir auch dann in den Norden weitergehen können. Man muss halt echt schauen, wo geht man weiter. Man kann in den Norden und hier in den Hallen ist, glaube ich, auch noch irgendwas zu finden, in dieser Schmiedehalle. Jetzt gehen wir aber erstmal hier rein. In den alten Schmieden der Tikkel Gundu wimmelt es von Orks. Nein, ich will es nicht mehr. Ich war ja eben schon hier drin und wir müssen den nächsten Schritt anschauen. Freunde dabei, die stark sind, dieser Mob kein Problem. Mal gucken, ob das jetzt reicht, wenn man die Orks killt. Und ihr wollt Orks sein, überfordern euch etwa schon ein paar bärtige Eiszapfen. Also hier spricht irgendeiner, leider ist da auch die Schrift nicht so ganz okay, man sieht also nicht genau, wer es ist. Aber ich glaube, nee, hier ist er auch nicht. Wir suchen auf jeden Fall ein Name. Wir machen aber erstmal jetzt alle Orks weg. Hier gibt der Trigger so, dass alle Mobs weg sein müssen, damit die Endboss kommt. Ich habe jetzt hier noch ein paar. Das wäre hier auch richtig heftig drauf. Ich mache das Ganze mit Schild. Alles gedrückt. Anfasse, da will ich natürlich nicht hin. Keine Ahnung, warum ich mich jetzt verdrückt habe. So, und da kommt er. Gut, wenn ihr das nicht hinbekommt, dann muss ich sie eben selbst töten. So, und da ist er. Karkasch. Oder so in etwa. Der sieht dick aus. Ist bereit, angegriffen zu werden. Und ist der vom Kultur oder vom Porträt her. Herzlich kann es sein, oder so? Wie konnte ich versagen? Karkascht Krähenfütterer fällt bezwungen zu Boden und die Hitze der Schmieden durchströmt die Tikkel Gundu. Was haben wir hier drin? Zwei Marken, eine Münze. Und jetzt müssen wir hier auf die Quest achten. Nämlich, wir müssten die nördlichen Hallen finden, die von Kalkab nach Akziba führt. Tja, das, ich sag vielleicht auch mal ein paar Namen falsch hier von den ganzen Zwergen. Ich kann aber alles nicht richtig lesen und, ja, ihr könnt es ja in die Kommentare nochmal mit der richtigen
Leseweise reinschreiben. Dann kann ich es vielleicht beim nächsten Mal auch besser ausdrücken. So, ihr habt die Tiefen von Akata entdeckt. Hier geht es jetzt gar nicht weiter. Ist aber auch kein Questpunkt. Das sieht jetzt nicht aus, als wäre das die nördliche Halle oder der Weg zur nördlichen Halle. Nee. Das ist jetzt eine Sackgasse. Also, wieder zurück in die erste Kammer. Und hier haben wir den Mechanismus. Nein, noch nicht. Da hätten wir jetzt einen Angriff kriegen von den ganzen Zwergen, die eigentlich schon im Eis waren. Aber die machen jetzt auch wieder Spaß. Ihr seht, so richtig weil ich nicht so schlagen muss. Ich kann euch jetzt aber schon mal sagen, ich bin hier jetzt schon über die Quest hinweggeschritten. Also eigentlich muss ich wieder in die Schmiede hinein. Weil das habe ich jetzt ja jetzt schon ganz richtig gemacht. Aber das Let's Play dauert halt etwas länger. Das nächste Let's Play wird was hier in dem Dungeon sein, weil das Dungeon ist schon relativ lang. Auch mit Karaska und so am Ende. Haha, spoilern wir voll. Aber genau, eigentlich muss man erst jetzt in der Schmiede ganz an die Nordwand und dann findet man da keinen Weg. Und dann kann man erst hier normal weitergehen. Aber ihr seht, wenn man es falsch macht, geht's auch. Ihr habt das Festhaus von Amgar Sahar entdeckt. Also man kann das Dungeon durchspielen, auch wenn man die Quest nicht vernünftig weitertreibt. Das meine ich damit. Aber wir machen das jetzt erstmal und ihr seht, das passt nachher trotzdem. Die Quest generell geht davon nicht kaputt, dass man jetzt schon weiterspielt. Man muss einfach dann nur noch gleich mal zu dem Questpunkt zurück. Und dann aktualisiert er die Questpunkte trotzdem, wenn man dann wieder dahin kommt. Auf euren Befehl wirkten die Arid-Fürsten Magie, einen mächtigen, bösen Geist in diese Welt zu holen. Er sollte nach Helegrod gelangen, wo Chimils Bruders Überreste lagen. Wo Chimil widerspenstig war, sollte Torok der Mächtige Tode dienen. Ganz viele Trash-Mobs hier, also ganz viele diese Nebenmobs, die man weghauen muss. Und das finde ich jetzt, weil diese Mengen an Mobs hier immer wegzuhauen ist voll langweilig. So, und da sind wir auch schon wieder in der nächsten Halle. Ihr habt den Wissensschatz von Afandim entdeckt. So, jetzt wieder zwei Runden weiter. Hier ist jetzt ein Mann, den mache ich jetzt gleich auch. Und dann geht es auch gleich mal wieder zurück zur Quest. Weil spätestens an dem Punkt hier habe ich dann gemerkt, Moment, jetzt mache ich schon wieder ein Mann weg und ich habe noch immer nicht den Weg in die nördliche Halle gefunden, obwohl ich schon in dieser Halle bin. Irgendwie stimmt da alles nicht. Also so richtig gut hilft einem die Quest hier nicht weiter. Steckt jetzt einfach an ihrem Punkt fest. Ich kann zwar immer mal wieder hier die Zwerge rufen mit dem Horn. Aber sehen, dass man irgendwas falsch macht, sieht man halt leider nicht. Deshalb musste ich mich ein bisschen orientieren. Wissensschatz heißt auf jeden Fall viele Bücher. Hier durch die Tür komme ich jetzt erstmal nicht. Wege. Habe ich gedacht, vielleicht ist das hier der nördliche Punkt, diesen Weg, den ich finden musste. Der war es aber nicht. So, und dann haben wir hier wieder ein paar Zwerge, wieder im Schnelldurchgang. Dass sie sich alle trauen, mich anzugreifen. So, und dann wieder ein paar Meter weiter haben wir eine Treppe gefunden. Das ist jetzt genau da, wo ich gerade unten war, bin ich jetzt oben drüber. Ja, gleiche Halle. Und jetzt haben wir da ein Name. Wer ist das? Frohr. Ihr habt hier nichts zu suchen. Die Tikelgundu gehört uns. Ich glaube, das sehen wir ein bisschen anders. Helfen jetzt mit. Sie gehen so schnell down durch den Buff, den man hier extra hat, das Level, das sie haben. Ich bin jetzt 121, also auch 4 Level höher hier, ne, 3 Level höher als das Dungeon. Also den anderen Head weg. Also den kleinen, ne? Die halten meistens nicht so viel aus, machen aber trotzdem Schaden, wenn man sie stehen lässt. Boah, 31 Stunden.
langsam anschauen. Ja? Und jetzt hier. Ich weiß gar nicht, wo wir sein sollen oder wo wir sich aufhalten sollen. Die Kamera hat irgendwie die Treppe des Hofes aufgemacht. Aber jetzt helfen sie dann auch mit. Und vor. Schon. Super. Nächste Truhe, Frostruhe. Auch hier wieder Marken der Langbärte drin. Münzen von dem anderen. So, die Hallen von Afambinin muss am Nordende der Schmiede liegen. Seht ihr? Der redet immer noch von der Nordhalle, von dem Nordweg oder was auch immer in der Schmiede. Ich muss also einfach zurück. Nach eurer Rückkehr nach Mordor erhob sich Barad-dûr erneut und die Arryt-Fürsten krochen aus den Schatten der alten Tage. Einer von ihnen, Drogoth der Schwarze, beherrschte die Nekromantie und mit ihm plantet ihr die letzte Rache gegen Rimiel Ringfresser. Der Raum des Regens ist jetzt offen. Ich könnte theoretisch jetzt weitergehen. Aber hier seht ihr es, der Zugang zu Afambinin ist von Schutt und Trümmern versperrt. Ich bin mal kurz zurückgegangen und jetzt haben wir die Quest richtig, am richtigen Punkt. Wieder mit ihm hier reden. Orks, Halborks. Das sollte doch der schnellste Weg nach Afambinin sein. Und nun findet über das Festhaus von Ammar-Zahar oder so einen Weg nach Afambinin. So, ihr seht also, ich hatte es schon weitergespielt. Jetzt habe ich erst den Punkt bekommen, wo ich da hingehen soll. Aber passt ja. Jetzt kann ich also die Quest hier einfach weiter spielen. Erzählt uns noch ein bisschen was. Je schneller wir meinen Bruder finden, desto schneller können wir diesen Ort wieder verlassen. Auf nun. Genau. Also, wieder dorthin, wo wir gerade waren. Auch wieder ein bisschen schneiden hier. Das geht ja schnell. Inmitten der verfallenen Überreste von Ammar-Zahar tut sich ein Durchgang nach Afambinin auf. So, jetzt sind wir also wieder an dem Punkt, wo wir hin müssen. Und jetzt suchen wir hier sogar jetzt Nori. Also gerade eben war er noch nicht hier, als ich die Quest nicht so weit hatte. Aber jetzt soll hier angeblich vielleicht sogar Nori sein. Das wäre doch mal was Interessantes. Ich denke mal, der wird wieder hier die Treppe hoch sein, da wo der Boss gerade eben war. Und vielleicht steht er da jetzt sogar irgendwo rum. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Boss ist immer noch tot. Truhe ist weg. Frohr, Sohn des Dain, der vor langer Zeit von Vetuk Winterseele erschlagen worden war, wurde von den Toten auferweckt. Jo, wurde er bestimmt vor langer Zeit. Ich habe es aber schon wieder erledigt. Ich habe ihn schon wieder gekillt und ich suche noch immer Nori. In der Quest steht immer noch sucht Nori. Ja, hier nochmal die Information, Sohn des Deins. Aber irgendwann hat sich dann auch Dori aktualisiert. Das war so ein kleiner Bug. Beim dritten Mal hat Dori sich aktualisiert und jetzt, warum gibt es hier so viele böse Geister? Dwalin hat mir einmal vom Schicksal Skorims, oh ja, Grimhand erzählt. Das war damals noch eine Zeit mit Skorim, oder? Mann, Mann, Mann. Dieser Zwerg kommt mir irgendwie bekannt vor. Nein, das kann nicht sein. Das ist Frohr, der verlorene Sohn Deins des Ersten. Wir müssen ihn von dem Bösen befreien, das von ihm Besitz ergriffen hat. Also jetzt die Information, tötet Frohr. Gut, bisschen spät, aber gut gemeint. Und dann sollen wir die Krone von ihm nehmen. So, dadurch, dass er jetzt tot ist, liegt die Krone zum Glück da am Boden. Die haben wir bis jetzt gar nicht gesehen. Die güldene, mit kostbarem Mithril besetzte Krone von Dain hat nichts von ihrer Schönheit verloren. Ich bedauere zutiefst, dass wir Frohrs Gebeine nicht aus der Stahlfestung fortbringen können. Die Tikilgundu muss sein Grab sein. So, und nun müssen wir weiter. Also, leider war jetzt Nori nicht hier. Das war so ein bisschen die Geschichte von Frohr. Auch nochmal kurz die Erklärung von Dori, das finde ich ganz gut. Ein Glück hat das jetzt keine Probleme gebracht, dass wir den Boss jetzt vorher schon gekillt hatten. Aber jetzt müssen wir weiter durchs Dungeon. Und das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal.
weil jetzt gibt es erst noch mal hier ein bisschen Story von Dori. Und Nori finden wir noch, das kann ich euch versprechen. Also im nächsten Let's Play finden wir Nori, dann kriegen wir auch das Dungeon hier durch. Dann kriegen wir auch die Expedition endlich weiter. Das ist halt das Schöne an der ganzen Sache. Und müssen dann im übernächsten Let's Play noch zur Sturmmauer. Also, jetzt sobald kommen wir in die Täler des Anduin. Bleibt dran. Durch den Raum des Regens bin ich jetzt einfach mal ein bisschen was schneller durchgegangen. Da wollte ich euch jetzt nicht den einzelnen Kampf zeigen. Also hier, ne, war ich ja eben stehen geblieben. Und hab dann gemerkt, ich muss mal zurück. Weg ist vorbei. Jetzt geht's schon in die Mitte vom Dungeon. Aber links geht's halt auch noch ziemlich viel weiter, also im Westen. Von daher, die gleiche Zeit brauchen wir so in etwa nochmal beim nächsten Let's Play. Und Nes hat entdeckt den Stahlsitz. Zu eurem Schrecken liegt ein großer Eisdrache inmitten seiner Brut in dieser Halle. Na dann, bis zum nächsten Mal.